Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Wir waren in den Erinnerungen des Pyreas und Jetzt eine schauen gute mal. Pfeife. Nee, das nicht. Ist er nicht Hast du da? noch was zu Wir schon sagen? genug zu tun hätten. Ja, 100 Mal den 80. Vers abschreiben. Du warst doch auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Stimmt. Warum fragst du? In welchen Ländern warst du überall? Die meiste Zeit habe ich in Kyra verbracht. Dann war ich noch einmal eine längere Zeit auf den Inseln von Kile. Ah, und einmal hat mich eine Mission nach Melee und nach Myr Aranat geführt. Das hatten wir, glaube ich, schon, oder? Yep, ist es. Kein schöner Fleck, wirklich. Überall ist da dieser Nebel. Und bei jedem Schritt musst du aufpassen, nicht in irgendeinem Sumpf zu versinken. Aber hat natürlich auch seinen Reiz. So, was hat dich eigentlich bewogen, wieder zurück nach Enderal zu kommen? Puh, gute Frage. Vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. Ist es nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört, als wir uns da mit ihm auf dem Dach getroffen haben, beziehungsweise auf dem Turm. Können wir noch irgendwas wegbringen eigentlich? Da schon mal nicht, da auch nicht. Glaube eher weniger. Ne, das wollte ich eigentlich lesen. Ups. Zwei ist also unser Bank, okay. Unser Bankschlüssel. So, unser Bankfach. Können wir auch nochmal irgendwann verkaufen? Im Moment müssen wir uns ja zum Glück nicht allzu viel Probleme und allzu viel Gedanken machen. Ah, guck mal. Noch eine Teleportrolle. Das ist doch nett, dass sie die da hingelegt haben. Wir müssen nach dort. Ja, das kennen wir auch schon mittlerweile, das Lied. Schauen wir mal hier rein. So. Was denn? Haben wir eigentlich noch hier wieder irgendwas, was wir verkaufen oder was wir entzaubern können? Nichts. Könnten da irgendwas. Können wir da was draufpacken? Ich schau mal gerade. Naja. Jetzt eine schöne Pfeife, Verzauberung. Friedenskraut. Macht doch keinen Sinn. Warum muss das Wie Zeug so wäre es teuer mit sein? Feuerschaden? Und dann Sie nehmen hat wir einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. einen kleinen Seelenstein. So. Basteln wir uns mal unsere eigene Waffe. So ist das eben. Verschwindet das Licht am Ende des Tages. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Da. Zum Emporium. Alles klar. Dann gehen wir da oben mal rüber. Vielleicht auch mal die Treppe hier nehmen. Ah.
Muss auch nochmal gucken, ob es da wieder. Ich glaube, bei Skyrim konnte man sich ganz gut eine Verzauberung machen oder halt irgendwelche Sachen, dass die halt dann die Seelensteine wieder gefüllt haben. Ich glaube, wir müssen dann aber auch noch eine Menge Seelensteine suchen bei Gelegenheit. Andererseits ist halt die Frage, wie lange wir das Schwert hier benutzen werden. Ich glaube ja nicht, dass das schon das Beste ist, was wir kriegen können. Ach, da unten ist er. Gut, dann gehen wir mal runter und sagen Bescheid. Das soll ich mir noch verstehen. Wohin soll das noch führen? So, mein guter Prophet, hattet ihr Erfolg? Ja, aber es war anders als erwartet. Erzählt mir alles. Gestern war ich mal im Zoo. Also wusste er von dem Zyklus. Das ist interessant und beunruhigend. Ja, und er hat uns das Wort der Toten zurückgelassen. Freiwillig. Ja, vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht, sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Wahrscheinlich, aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Und eines noch. Wie nannten die Pyräer in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, sie scheinen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben. Und die die Läuterung erzwingen wollen. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Pegast benötigt nach wie vor eure Hilfe. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Alles klar, dann gehen wir mal. Schade. Na gut, da waren wir aber schon dran, wie ich sehe. Oder es ist zumindest nichts mehr drin. Dann schauen wir doch mal, was er dann für uns hat. Bin mal gespannt. Und ich bin ja mal gespannt, ob das dann funktioniert. Ob das jetzt reibungslos geht oder ob wieder irgendwas schief geht. Da kannst du ja hier nie sicher sein. Hier eigentlich noch irgendjemand, der mit uns sprechen möchte oder uns was andrehen möchte. Ich dachte, du wärst in der Stadt. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein soll. Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Das glaube ich dir. Ich kann das immer noch nicht glauben. Bruder Jero, er war doch so ein guter Mensch. Ich vermute, das ist dem roten Wahnsinn einerlei. Vermutlich, ja. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Was meinst du? Naja, der rote Schimmer in den Augen, das scheint ja erst im Endstadium zu passieren. Was passiert davor? Und wie? Wie erkennt man, ob jemand befallen ist? Warum? Hast du Angst, dass es dich auch erwischt hat? Das ist nicht lustig. Weißt du, ich hatte schon seit längerem das Gefühl, dass mit Jero etwas nicht stimmt. Ach, sag bloß. Seine Frau ist ermordet worden. Meinst du, das hätte dich nicht auch aus dem Gleichgewicht geworfen, Wegestreue hin oder her? Das meine ich nicht. Ihr Tod hat ihn gebrochen, ja. Aber da war kein, ich weiß nicht, kein Hass, nur Trauer. Das kam erst vor kurzem, bevor er das getan hat. Worauf willst du hinaus? Ich weiß es nicht. Nur, dass wir uns in Acht nehmen sollten. Vielleicht war es ja Jeros Zustand, der dem roten Wahnsinn erlaubt hat, ihn zu infizieren.
Aber, naja, sollen das Flammentrunk und die Apothekarii herausfinden. Ja. Du lässt mich hier nicht mitlesen, meine Liebe. Das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht sehr nett von dir. Versuchen wir doch mal, wo wir schon mal nicht nett sind. Danke. Uns hier noch ein wenig einzudecken. Haben wir bestimmt schon gelesen. Zumindest gab das erstmal nichts Neues. Ja, nur ein paar Seelensteine mitgenommen. Ist ja nicht verkehrt. So. Wir müssen noch eins hoch. Jarem Dorba Nubis, Locarem Taris. Himmelarsch und Zwirn. Ihr klingt wie ein besoffener Dichter. Das soll Magie sein? Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Messer. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen. Vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Euch Götterlämpchen fehlt einfach verdammt nochmal der Pfeffer. Pfeffer? Magie braucht Bedachtheit, keinen Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Prophet, ihr seid zurück. Oh ja. Der Sonne sei Dank. Mit diesen Stümpern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren komplexe Mathematik zu lehren. Ja, kann ich verstehen. Ah, guck mal. Die gab's, glaube ich, oder? Das sieht mir so nach einem Waldelementar aus. Ich schätze mal, gegen die müssen wir kämpfen. Gleich. Mal schauen. Ah, beschäftigt. Gut. Der Strauchdieb hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit. Habt ihr die Glyphen bei euch? Ja, hier. Aber der alte Mann scheint... Ja, gebt einfach her. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Zur Seite. Ich zeig euch, wie das geht. Mhm. Jarem Doruba Nubis. Lucarem Taris Danida. Sharak Lisham Rath. Au. Beim rechten Weg. Spürt ihr dieses Kribbeln? Ja, das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter? Wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyräer bieten die Splitter Schutz gegen den roten Wahnsinn, solange der Siegelstein leuchtet. Prophet, ihr habt die Formel gefunden, also solltet ihr der Erste sein. Los! Berührt eine der Scherben. Juhu, ich darf was anfassen. Und wie fühlt ihr euch? Anders, irgendwie klarer. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Siegelstein für die Pyräer besser funktioniert hat als der Prototyp ihrer Maschine. Na, Bübchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Bübchen? Tisch ab! Also ich finde, dass... Tu, was er sagt, Liam. Ach. So werdet ihr euch keine Freunde machen, Funkenschlag. Wirklich nicht. Wenn ich Freunde wollte, würde ich sicherlich nicht hier danach suchen. Also noch einmal zu euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Der alte Arantial bat mich, euch das hier zu geben, damit ihr euch angemessen ausrüsten könnt. Und nun lasst euch von ihm in die nächste Mission einweihen. Lishari hat etwas aus der Erde geholt, das alles ändern könnte. Mal wieder. Danke. Schreite wohl. Hast du einen Augenblick? Natürlich, worum geht es? Der Erzmagister hat mich beauftragt, mehr über den Pyräischen Bürgerkrieg zu finden. Das kennen wir ja schon. So, oder? Ist das? Ich habe die Chroniken studiert, ja. Worum geht es? Dieser Jakal, der Feldherr der Dulgar. Gut, dass die alle mal weg sind. Das können wir direkt mal ausnutzen. Ja, das könnte klappen. Er war ein Aufsteiger. Keiner, der in die Kaste geboren war. Warte, du meinst, er kam nicht als Dulgare zur Welt?
Und ist trotzdem zum Heerführer aufgestiegen? Ja, weil er wohl ein ziemlicher Pragmatiker war. So, Zeug mitnehmen. Ist es richtig? Er hat es getan. Du kennst diese Sorte Mensch. Das passt aber nicht gerade gut mit der Tatsache zusammen, sehr dass schön. Er diesen Krieg gegen die Ishyan ausgetreten hat. Warum? Naja, Pragmatiker kümmern sich in erster Linie um ihr ein Waldelementar. Okay, dann hatte ich da doch recht. Das gesamte Pyreische Reich spaltet. Das klingt für mich eher nach Fanatismus. 123? Ist das da auch? Ah, nee. 1623, so rum war's. Das war auch mein Gedanke. Ist dir da irgendetwas bekannt? Nein, nichts. So, wie sieht's denn aus? Mittlerweile... Das ist immer noch zu schwer für uns. Da haben wir keinen Questfall, das ist auch noch zu schwer. Dann machen wir die Hauptquest mal wieder weiter. Gut, wir sagen erst mal Bescheid und dann gehen wir ab. Aber ich verstehe nicht ganz, warum das so wichtig ist. Der Großmeister will, dass wir die pyräische Geschichte nach Hinweisen über die Leute da unten geht's runter. Nicht nach den Motivationen irgendeines Heerführers. Vielleicht besteht da ja irgendeine Verbindung. So, hüpfen wir mal hier rein oder beziehungsweise wieder raus. Dann sagen wir erstmal Bescheid und dann sehen wir auch Klein Schlischari mal wieder. Schreitet wohl. Man dankt. Speichern nochmal gerade fix. Und dann gehen wir da hinten mal gucken, was das hier so wird. Könnt ihr mal so ein bisschen Fersengeld geben. Schadet nix, wie ich finde. Und man hält sich ein wenig fit. Okay, wir müssen hier oben rüber. Prophet. Noch so ein Hüter? Ja. Gesund, Hund. Du? Dieses Gefühl eben. Das war der Siegelstein, nicht wahr? Ja, die Splitter werden heute noch an die Hüter ausgehändigt. Sehr gut. Dann bleibt nun noch Pegasts Ausgrabung. Seid ihr bereit dafür? Bin ich. Was hat's eigentlich mit dieser Ausgrabung auf sich? Gut, lasst es mich kurz machen. Wir vermuten, dass die Pyräer vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Ein altes Artefakt, das sie wieder zusammenzufügen versucht haben. Eine Maschine? Und wie soll uns die Maschine gegen den Zyklus... Wie soll uns eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Dass der Zyklus keine gewöhnliche Bedrohung ist, steht außer Frage. Er wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstehen, wie eine Art kosmische Gewalt. Und deswegen ist es naiv zu glauben, man könne ihm begegnen wie einem Feind aus Fleisch und Blut. Vielleicht kann es aber dieses Artefakt. Laut dem, was wir wissen, haben die Pyräer es selbst aus alten Plänen rekonstruiert, die einer der Boten für sie gefunden hat. Aber wir werden sehen. Alt-Dotulgrad ist eine Ruine, die unsere Chroniker kürzlich freigelegt haben. Und anscheinend war sie früher eine Forschungsstätte der Dilgaren-Kaste. Falls wir richtig liegen, dann könnten wir dort vielleicht einen Prototypen oder Bauplan für diese Maschine finden. Die Shari Pegast ist bereits dort und ich will, dass ihr sie unterstützt. Vielleicht offenbaren euch eure Visionen ja Dinge, die normalen Augen verschlossen bleiben. Hüterin Sakaresh wird euch begleiten. Okay, was genau ist denn nochmal dieser Unterschied zwischen den Ishyan und dem Dilgar? Sie waren die beiden Priesterkasten, die das Land beherrschten. Offiziell dienten sie dem höchsten Wesen, einer Gottheit, die über allem stand. Aber jeder weiß, dass es die Oberhäupter dieser Kasten waren, die die eigentliche Macht hatten.
Wie die Lichtgeborenen sozusagen, nur ein wenig zahlreicher. Ja, und was lässt euch glauben, dass uns diese Maschine etwas nutzen wird? Den Pyreern scheint sie ja nicht geholfen zu haben. Ja, weil sie nie die Chance hatten, sie zu vollenden. Das Pyräische Weltreich befand sich genau wie die Länder Wiens kurz vor der Läuterung im Krieg. Und wer weiß, welche Krisen es abgesehen von dem Zyklus zu bewältigen hatte. Und selbst wenn die Maschine uns nicht helfen wird, alles, was die Pyräer über den Zyklus herausfinden konnten, verschafft uns einen Vorsprung. Also müssen wir sie finden. Naja gut, wie komme ich denn jetzt nach Dothulgrad? Es liegt im Herzland. Hüterin Zakaresch wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Danke, danke. So, das werden wir dann aber beim nächsten Mal machen. Ich hoffe mal, da gibt es dann keinen Zickenkrieg zwischen den beiden Mädels. Mal schauen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.